Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Das Beste für den internationalen Tag der Himbeere. Ist natürlich völliger Quatsch, ich weiß ja gar nicht, wann ihr das Video schaut, aber heute ist internationaler Tag der Himbeeren und deswegen machen wir eine Himbeerkonfitüre, aber nicht irgendeine, sondern mit Marzipan und Mandellikör. Und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. 600 Gramm Himbeeren habe ich für euch und zwar TK natürlich. Ihr könnt die auch selber pflücken oder frisch kaufen, aber TK reicht. Die tauen wir auf. Diese hier sind noch nicht ganz aufgetaut, aber zumindest angetaut. Was aber nicht schlimm ist, denn die Konfitüre müssen wir ja eh kochen. Das Ganze wird jetzt zerkleinert. 10 Sekunden auf Stufe 6. Gelierzucker kommt jetzt noch in den Thermomix und zwar 650 Gramm. Wir nehmen deshalb ein bisschen mehr Gelierzucker, weil ja da auch ein bisschen mehr Feuchtigkeit drin ist noch, weil die noch nicht ganz aufgetaut sind. Und normalerweise ist es ja 1:1, das heißt 600 Gramm Früchte, 600 Gramm Gelierzucker. Das Ganze vermischen wir jetzt erstmal. 5 Sekunden Stufe 4. Und das Ganze wird jetzt 12 Minuten, 100 Grad Stufe 2 gekocht. Wobei ich sage, es ist ja noch nicht ganz aufgetaut. Vielleicht sollte man nach 12 Minuten einfach schauen. Wir müssen sowieso eine Gelierprobe machen, wie es geworden ist. Eventuell müsst ihr da bei diesem Schritt ein bisschen mehr Zeit zu geben. Wir sehen uns gleich wieder. In der Tat habe ich hier bei unserer Konfitüre nochmal 5 Minuten zugegeben und auch die Temperatur auf 115 Grad erhöht, damit das richtig durchkocht. Weil einfach die Himbeeren noch nicht aufgetaut genug waren. Das ist aber kein Problem. Ihr behaltet das im Auge oder ihr nehmt einfach aufgetaute Himbeeren. Was wir jetzt noch tun, ist eine sogenannte Gelierprobe. Ich habe die zwar gerade schon gemacht, aber ich zeige euch nochmal, wie das geht. Ihr macht einfach von der Konfitüre ein bisschen auf den Teller und dann schaut ihr einfach, wenn das auskühlt, wie das aussieht. Ja, und wenn das so ja, Gelee-artig ist, ja, dann ist es geliert. Ja? Also wie mir Fachleute sagen, Gelierprobe bestanden. Da das aber eine Himbeerkonfitüre mit Marzipan und Mandellikör ist, brauchen wir jetzt natürlich noch Marzipan und Mandellikör. Mandellikör ist nichts anderes als Amaretto. 30 Gramm habe ich Marzipan mitgebracht. Das ist Marzipan-Rohmasse. Das habe ich jetzt schon mal so in kleine Stückchen geschnitten, die sich aber, weil es jetzt gerade hier sehr warm ist, in der Küche schon wieder aneinander geklebt haben. Die kommen in unseren Wunderkessel hinein und von unserem Mandellikör, also dem Amaretto, kommen 25 Gramm hinein. Das Ganze wird jetzt 20 Sekunden auf Stufe 4 im Linkslauf miteinander verrührt. Und nun, da unsere Himbeer-Marzipan-Konfitüre mit Mandellikör fertig ist, gießen wir das Ganze jetzt in Marmeladengläser. Ich habe jetzt einfach mal nur zwei mitgebracht. Das sind heiß ausgespülte Gläser, aber da ist natürlich Platz für jede Menge Konfitüre. Das schrauben wir dann zu und lassen es abkühlen, bevor man das serviert. Auch hier gibt es jedes Mal die Diskussion bzw. die Frage, stellt man jetzt die zugeschraubten Gläser auf den Kopf oder nicht? Wie macht ihr das denn? Ja, schreibt mir das mal in die Kommentare. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen. Ich lasse die Marmelade auskühlen. Am besten schmeckt die natürlich mit einem Brötchen. Ich habe aber jetzt gerade schon mal so ein bisschen von der warmen probiert. Es riecht wirklich fantastisch und ich kann mir auch vorstellen, dass die Konfitüre, nicht Marmelade, ist ja was anderes, dass die Konfitüre wirklich sehr, sehr lecker wird. Probiert es gerne mal zu Hause aus. Wenn es euch schmeckt, schreibt mir das ebenfalls in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Da ist die Glocke. Hier drauf drücken, da gibt es immer Hinweise, wenn es das neueste Video hier gibt aus der Wunderkesselküche. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.